Der erste Wein, den Sie jetzt im Glas haben, ist der Merlot 2011 vom Rotweingut Prickler aus Lutzmannsburg. Rotweingut ganz bewusst, weil Prickler nur Rotweine produzieren. Also und Lutzmannsburg ist eigentlich auch dafür bekannt, dass dort das ein sehr kräftige, bisschen manches Mal etwas erdige Rotweine mit einer bestimmten Mineralik gibt. Der Merlot vom Prickler hat, und darauf sollten Sie sich heute einstellen, 14%. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen dabei, der 13,5 hat. Also wo 13,5 aufs Etikett draufgeschrieben darf werden. Sie wissen ja, die 0,4 auf- bzw. abrunden ist im österreichischen Weingesetz üblich. Das heißt, der wird wahrscheinlich 14 haben, sonst hätte der Winzer 13,5 wahrscheinlich draufgeschrieben. Aber wie gesagt, das hängt mit vor allem mit dem Jahrgang zusammen. Der Jahrgang 2011 war ja wahrscheinlich der beste Jahrgang, seit wir die Winothek haben. Und das ist immerhin seit 1999. Die Säure liegt wie im Mittelburgenland meistens üblich da bei 5,3 Gramm pro Liter und Restzucker 1,1. Die Familie Prickler ist ein reines Rotwein-Weingut, haben ca. 15 Hektar. Der Herbert Prickler ist nach wie vor und ich glaube bei uns der einzige Nebenerwerbswinzer. Er ist also hauptberuflich noch immer Polizist. 15 Hektar im Nebenerwerb, das ist also ein ganz schön viel. Allerdings hilft natürlich die Gattin, die Elfi, mit im Weingarten. Und der Sohn Christian ist in der Zwischenzeit auch schon im Weingut tätig und der macht das hauptberuflich. Das heißt, es war absehbar, deshalb hat der Vater das durchgezogen, dass früher oder später der Sohn einsteigen wird und daher kann man jetzt nicht wirklich sagen, im Nebenerwerb, also der Sohn arbeitet da schon mit. Der Rebsortenanteil bei Prickler ist, wie es im Mittelburgenland üblich ist, Hauptrebsorte Blaufränkisch, 60% der Rebfläche steht Blaufränkisch, 20% Zweigelt, ca. 10% Merlot, den wir jetzt im Glas haben, 5% Cabernet Sauvignon und 5% Pinot Noir, das sind die Rebsorten. Zu den Böden und Lagen zu Lutzmannsburg habe ich eh schon ein paar Mal erzählt. Lutzmannsburg sind ja die Weingärten, wenn Sie die Therme kennen und den Ort, dann, wenn Sie durch den Ort fahren, bis zur Therme hin, sehen Sie ja keine Weingärten. Wahrscheinlich nicht, wenn Sie nicht ganz genau schauen, weil die Weingärten auf einem Hochplateau circa 60, 70 Meter höher als der Ortskern liegt und dort oben spült sich alles ab, was Weinbau betrifft. Und auf dem Hochplateau sind schwere Lehm-, teilweise Lössböden und die sind natürlich optimal geeignet für die Blaufränkisch-Produktion. Vom Klima her ist das Mittelburgenland ja so, dass Lutzmannsburg ist schon relativ weit vom Neusiedlersee weg, also in Deutschkreuz, Neckenmarkt und Horizon. Deutschkreuz ist ungefähr 6 Kilometer, Lutzmannsburg ist 17 Kilometer südlich von Deutschkreuz, also ein bisschen weiter weg, ist aber nach wie vor klimatisch im Einflussbereich des Neusiedlersees, oder vor allem das pannonische Klima, weil ja direkt sozusagen von der Grenze weg die ungarische Tiefebene ist und dort gibt es ja fast keine Hügel, keine Berg. Das heißt, kontinentales Klima von Ungarn wirkt ins Mittelburgenland herein und das ist natürlich optimal für die Rotweinproduktion. Was heißt kontinentales Klima? Das heißt, sehr heiße Sommer, wie wir es jetzt erleben. Und im Winter kann es aber auch relativ kalt werden. Also minus 20 kommt schon
öfters oder fallweise vor. Früher war es noch ärger. Jetzt, die letzten Jahre Klimawandel, wissen Sie ja, ist die Temperatur generell etwas höher und im Winter doch nicht mehr so kalt, wie wir es früher als Kinder gewohnt sind. So wie alle anderen Winzer haben auch die Bricklers so um die Jahrtausendwende dazu gebaut, allerdings eher ein bisschen im kleineren Stil, hängt mit der Rebflächen 15 Hektar zusammen, dass man dort nicht weiß ich was investiert. Da haben natürlich die 30, 35 Hektar bewirtschaften, wesentlich mehr investiert. Aber er hat seinen Keller sozusagen technisch auf den letzten Stand gebracht und kann daher sehr rationell auch arbeiten. Und das macht es einfach, und natürlich die entsprechenden Geräte dazu, das macht es möglich, dass man als Familienbetrieb 15 Hektar bewirtschaften kann. Brickler war einer der Newcomer, einer der Gründe war, dass wir eben auch, dass wir aus Lutzmannsburg keinen Winzer gehabt haben. Wir haben ja, das habe ich eh schon ein paar Mal erzählt, entsprechend der Größe und der Bedeutung des Weinbaugebiets die Anzahl der Winzer festgelegt, die wir reinnehmen, und haben dann das heruntergebrochen auf die Ortschaften. Und im Mittelburgenland war so das Ziel, Deutschkreuz ist die größte Gemeinde, Horizon und Neckenmark sind ziemlich gleich groß und Lutzmannsburg ist doch um einiges kleiner. Haben wir halt vorgehabt, 5 Deutschkreuzer, 2 bis 3 aus Neckenmarkt und Horizon und einen aus Lutzmannsburg zu nehmen. Haben aber dann aus Lutzmannsburg sehr lange niemanden herinnen gehabt. Wir beobachten ja die Winzer laufend und verkosten auch nicht direkt im Weingut, sondern besorgen uns die Weine und verkosten die bei uns zu Hause in Ruhe. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass der Winzer hereinpasst, dann nehmen wir den auch herein. Und der Brickler hat mit Blaufränkisch Juwel, das war der erste Jahrgang, im 1999, hat er wirklich einen ganz einen tollen Blaufränkisch zusammengebracht, der dann im Jahr 2005 Landessieger und 2006 Salonsieger oder Bundessieger geworden ist, und dann haben wir ihn hereingenommen.